Das ist auch eine gute Größe. Hallo, ich habe heute einen Pflegeheul für euch. Und zwar habe ich einige Sachen aufgebraucht, die ich nachkaufen musste. Dann wurden mir viele Sachen auch empfohlen. Oder ich wollte sie schon sehr lange ausprobieren und deshalb habe ich sie angekauft. Wer mich schon länger verfolgt, kennt so ein bisschen meine Pflegegeschichte und dass ich mich sehr viel mit Gesichtspflege beschäftige. Und da auch gerne Neues ausprobiere und im Moment sehr sicher fahre mit einem Serum, was ich als erstes auftrage, was eben feuchtigkeitsspendend ist. Und da habe ich euch schon gezeigt, das Hyaluron und auch von Balea ein Serum. Und jetzt habe ich mir ein Serum nachgekauft, das ich sehr gerne mag. Und zwar ist das von Bioderma aus der Hydra Bio-Reihe. Das Serum. Ich glaube, die Reihe an sich ist eher für trockene Haut gemacht, aber das ist ein ganz, ganz leichtes Serum, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, weil die meisten Häute feuchtigkeitsarm sind. Durch Zufall habe ich in der Apotheke dann eine Probe bekommen von einem Serum, was ich auch schon lange ausprobieren wollte, was aber ein wenig preisintensiver ist. Und zwar ist das von La Roche-Posay und das heißt Redermic R. Auf Deutsch steht hier korrigierendes Anti-Age-Serum intensiv. Für einen ebenmäßigen Teint. Und ich bin jetzt nicht auf dem Anti-Aging-Trip überhaupt nicht, aber meistens ist es so, dass die Sachen, die für ältere Haut gemacht sind, sehr feuchtigkeitsspendend sind und sehr pflegend sind und eigentlich Gutes machen und nicht irgendwas, was schlecht ist, tun für jüngere Haut. Das heißt, das werde ich als nächstes ausprobieren und falls es mich überzeugt, dann werde ich eventuell mir die große Größe gönnen. Ich spiele ja sehr gerne mit Fruchtsäure-Peelings herum. Und ich mag diese physischen Peelings gar nicht. Also die mit den tatsächlichen groben Körnern drin. Das tut meiner Haut überhaupt nicht gut. Das reizt sie total. Und deshalb setze ich eigentlich auf diese chemischen Peelings und diese ganzen Säuren. Und ich hatte euch ja in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt, dass ich von Bioderma eine Creme benutzt habe, die eben solche Säuren beinhaltet. Und die war eben alle. Und deshalb habe ich mir jetzt diese hier gekauft. Es gab so drei Kandidaten, die alle drei ähnliche Sachen machen. Und als erstes habe ich eben die von Bioderma ausprobiert. Und jetzt bin ich bei der Avon Clénance K. Und das ist so ein Cremegel. Aber im Gegensatz zu Bioderma fühlt sich das ganz, ganz anders an. Hier steht auch vorne drauf, dass es feuchtigkeitsspendend und exfoliierend ist. Und genau das ist es auch. Also es hat eben diese Säuren, aber es ist extrem reich und spendet Feuchtigkeit und pflegt auch. Das heißt, wenn ich das abends auftrage, brauche ich eigentlich keine andere Creme, was bei meiner trockenen Haut eher an ein Wunder grenzt. Deshalb bin ich davon bis jetzt sehr positiv überrascht, weiß aber natürlich nicht, ob die Säuren irgendwas an meinem Gesicht ändern werden. Da ich nicht damit gerechnet habe, dass die Avon-Creme so reichhaltig ist, habe ich mir eine reichhaltige Creme gekauft. Und zwar wurde die schon sehr, sehr viel in die Kamera gehalten und eben mir auch empfohlen. Und es ist von Eucerin die Aquapurin Active in der reichhaltigen Variante. Die gibt es auch noch in Light, die gibt es auch mit Lichtschutzfaktor und so weiter. Und das ist eben die ohne Lichtschutzfaktor in der reichhaltigen Variante. Und ich finde, das ist so eine tolle Konsistenz. Die fühlt sich extrem geschmeidig an und die Haut fühlt sich nach dieser Creme so genährt an und so gepflegt. Aber gleichzeitig ist sie nicht so klebrig und pappt nicht so und zieht dafür, dass sie so reichhaltig ist, auch relativ schnell ein. Das letzte Produkt fürs Gesicht ist eine Reinigung. Und zwar ist mein Emma Hardy Amazing Face Cleanser alle gegangen. Und deshalb habe ich eine neue Reinigung gebraucht. Das Problem bei mir, was ich schon ganz, ganz oft mit diesen Reinigungsbuttern hatte, ist, dass viele von ihnen eben Naturkosmetik sind oder naturkosmetiknah. Und dadurch sehr oft ätherische Öle beinhalten. Und ich bin aber gegen solche ätherischen Öle ganz, ganz oft allergisch. Das heißt, das reinigt zwar super und es fühlt sich auch gepflegt an, aber so richtig perfekt ist es für meine Haut nicht. Weshalb ich irgendwas gesucht habe, was eben ohne diese ganzen Duftstoffe und ätherischen Öle und so weiter auskommt. Falls ihr da irgendwie so eine Butter oder was Reichhaltigeres, Festeres kennt, sagt mir Bescheid. Ich weiß, von Clinique gibt es diesen Cleansing Balm, aber da habe ich schon von sehr, sehr vielen gehört, dass sie ihn nicht vertragen haben. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob ich ihn ausprobieren soll. Ich habe mich deshalb jetzt erstmal für eine Reinigungsmilch entschieden. Die ist von Eucerin aus der Dermato-Clean-Reihe. Und ja, das ist die sanfte Reinigungsmilch für trockene und empfindliche Haut. Und hier steht eben direkt ausgeschrieben, dass sie halt ohne Duftstoffe auskommt, ohne Alkohol, Farbstoff und Parabene. Und was mir auch wichtig ist, es sind eben keine Sulfate enthalten. Das heißt, die trocknet eben nicht so extrem aus, sondern nährt die Haut eher noch und spendet Feuchtigkeit.
Dennoch muss ich sagen, dass ich sie morgens eher mag als abends, denn um wirklich das ganze Make-up abzubekommen, ist sie doch irgendwie ein bisschen zu dünn in der Konsistenz. Das heißt, man benutzt relativ viel, was natürlich sehr schade ist. Und gerade auch, wenn ich dunklen Lidschatten drauf habe oder dunklen Lippenstift, dauert es einfach viel länger als mit so einem Cleansing Balm, um das Make-up abzubekommen, weshalb ich eben auf der Suche bin nach etwas Ähnlichem in festerer Form. Und dann sind wir beim Körper angekommen. Ich habe mir auf Empfehlung hin ein Duschbad und eine Bodylotion gekauft. Das Duschbad ist von Dove, das Seidig-Zart, das ist die reichhaltige Pflegedusche. Ich hatte ja davor eins von Fa, was mir Jamina empfohlen hat, aber damit war ich überhaupt nicht zufrieden, fand auch nicht, dass es meine Haut irgendwie gepflegt hat. Hatte deshalb sehr hohe Erwartungen an dieses Produkt hier. Ich mag von Dove eine bestimmte Dusche richtig, richtig gern. Ich finde, die ist richtig pflegend und riecht so lecker. Die ist in so einer blauen Verpackung. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Die verändern die Verpackung von diesem einen Produkt immer wieder. Es war auf jeden Fall nicht das. Und ich finde nämlich, das riecht 1:1 nach dieser festen Seife, die es schon seit 1000 Jahren von Dove gibt. Und ich mag den Duft eigentlich, aber unter der Dusche erinnert mich das irgendwie so ein bisschen. Das ist so pudrig, so ein bisschen Oma-mäßig. Deshalb... weiß ich nicht. Pflegewirkung kann ich bis jetzt noch nichts zu sagen. Und da mich diese ganzen Pflegeduschen alle enttäuscht haben, musste ich mir dann doch irgendwann mal eine Creme für den Körper kaufen. Und die Julia von Sophisticated Isabella bei Instagram hat von dieser Milch hier geschwärmt und meinte, ich muss das ausprobieren, das ist die beste Creme. Und ja, das habe ich getan. Das ist von Garnier Body, die Body Urea 24 Stunden hautglättende Creme Milk. Okay, also eine Körpermilch, mein Gott, mit 5% Urea und das ist trockene oder juckende Haut. Und auch hier eigentlich sehr gut für mich geeignet. Ich finde aber, die Creme riecht sehr nach Kleber. Sie meint, es ist wahrscheinlich einfach Urea. Ich weiß es nicht, aber ich finde nicht, es riecht nach Urea, falls man das so sagen kann. Es riecht, finde ich, nach Kleber. Und durch das durch Urea ist es natürlich so, dass wenn man sich irgendwie frisch rasiert hat und die Creme aufträgt, das schon ziemlich brennt, was nicht so toll ist. Hier kann ich auch noch nicht irgendwas zur Pflegewirkung sagen, weil das bei mir immer eine Weile dauert, bis ich irgendwie nach ein paar Wochen merke, aha, die Haut hat sich verändert oder eben nicht. Aber meine Haut ist da sowieso sehr schwierig. Und als letztes noch ein Produkt für ganz unten, nämlich die Füßchen. Und das ist ein Produkt, mit dem ich sehr zufrieden bin und was ich mir jetzt nachgekauft habe. Und zwar ist es von Balea die Hornhautreduziercreme. Ich glaube, die kostet irgendwie 2,50 Euro oder so. Ist auch mit Urea. Intensive Pflege bei Hornhaut. Habe ich jetzt nicht so unbedingt drauf geachtet. Übrigens ist hier auch Fruchtsäure drin. Das ist alles so ein roter Faden. Überall seht ihr Fruchtsäuren und Urea und alles ist feuchtigkeitsspendend. Ich finde diese Fußcreme fantastisch. Ich hasse nämlich Fußcremes, die nach Zitrone und Limone und weiß ich nicht was Kloartigem riechen. Und diese hier riecht zwar auch frisch, aber die riecht so ein bisschen nach Orange und ein bisschen nach Vanille. Und das mag ich sehr gerne. Und bei der Creme habe ich wirklich einen Unterschied gemerkt. Und ich wurde sogar schon auf meine Füße angesprochen, nachdem ich diese Creme benutzt habe. Was sehr lustig ist, da ich diese Creme nicht jeden Tag benutze und der Meinung bin, das geht alles noch besser. Aber das ist natürlich sehr schön zu hören. So, genug über Pflege geredet. Jetzt geben wir alle uns eincremen und haben ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!